du das noch mit? Ach nee, ach, was soll das? Aber warte mal, die Farbbänder kannst du mitnehmen. Sonst vergessen wir die hier. Jetzt muss ich überlegen, in welchen Raum muss ich denn jetzt gleich? Ich weiß nicht, in welchen Raum ich jetzt gleich zuerst muss. Ach komm, wir müssen zu Rebecca. Ich weiß nicht mehr genau, wie das abläuft. Ich weiß nur, dass da gleich was Blödes passiert. Das ist sicher eine Art Foltergerät. Am Boden des Brunnens hat sich Wasser angesammelt. Lecker, lecker. Ja, das sieht auch gut aus. Boah. Gruselig hier. Oh, den lese ich noch nicht. Ich weiß ganz genau, was da passiert, glaube ich. Da war die Tür. Nee, da will ich nicht hin. Ich dachte, hier finde ich noch Munition oder so, aber nö. Da ist ein Gerät. Mit dem kann ich aber erst was anfangen, wenn ich das gelesen habe, oder? Ah. Na gut. Komm her. Müsste eine Bedienungsanleitung sein. Info zum Stromregler oder so. Der Stromregler ist seit dem letzten Gewitter außer Betrieb. Stromverlust ist egal. Doch leider sind die Geräte im Boilerraum an dasselbe Versorgungsnetz angeschlossen. Genau. Die Geräte sind so abgenutzt, ich muss sie wahrscheinlich ständig reparieren lassen. Wenn sie schnell raus müssen, setzen sie die Anzeige auf 70. Prüfen sie aber erst, ob alles an die Kette angeschlossen ist. 70. Okay, 70. Liegt da was daneben? Nee. Bedienfeld Stromversorgung. Was würde die Stromversorgung kontrollieren? Ja, möchten wir verwenden. Also wir müssen auf 70 kommen. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Hin- und Her-Gespiele. Ich gehe mal ab. Ich gehe ab. Und auf. Und ab. Oh. Und am besten jetzt auf. Oh. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hoch und auf. Ah, das hat doch fast geklappt. Schade. Gut, nochmal. Das ist ein ähnliches Rätsel, was wir, glaube ich, in Teil 3 schon mal hatten. Mit diesen Spannungsgeneratoren, wo wir Nemesis da gebrutzelt haben. Dann machen wir es mal andersrum. Auf und ab. Und auf. Und ab. Nicht zu weit. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und jetzt auf. Na? Das ist zu weit! Ja, nochmal das Ganze. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein großes System hintersteckt. Wahrscheinlich könnte ich mir jetzt natürlich auch merken, bei welchem Schritt was passiert, aber... das ist mir auch gerade irgendwie zu umständlich. Ja, gehen wir ruhig nochmal auf. Ab. Und jetzt. Oh, das ist ja wieder. Ach, das hatten wir vorhin schon mal. Wenn wir jetzt beide hoch machen, das ist viel zu wenig. Ja, ist klar. Oder? Nee! Gut, dann habe ich es doch nicht verstanden. Macht aber auch nichts. Der Strom läuft. Okay. Aha, die ist jetzt auf, genau. Das ist das Entscheidende. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an den Weg. Da können wir jetzt lang. You are wasting your time. I have already claimed this place for myself, which means you are trespassing. And I am very territorial. Oh ja. Ihr habt richtig gesehen. Affen!
It just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a mass of rubble. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Deswegen wollte ich mit Billy vorausrennen. Okay, Zeitdruck. Ich hasse Zeitdruck. Lauf los. Na, super. Durch die Tür. Wenn wir nämlich nicht schnell genug sind, dann kann Rebecca sich nicht mehr halten. So klingt das auch, wenn dann irgendwie mal im Laufe des Spiels unsere Person in Gefahr sein sollte und wir nicht in Reichweite sind. Habt ihr das auch mal gehört? So, passt auf. Ich nehme den hier auf jeden Fall mit. Einer Platz. Kacke Wurz. Ablegen. Ja. Nimm die mit, nimm die mit. So. Ich hoffe, ich gehe den richtigen Weg, ey. Das nicht so einfach sein. Moin. Keine Zeit zu spielen. Der Weg ist frei. Das sind grüne Kräuter. Kann ich nicht nehmen. Keine Zeit. Oh, hier ist alles voll. So, jetzt muss ich hier nur den richtigen Raum finden. Das Problem ist, hier ist alles voller Affen. Hi. Boah, ist klar. Hilfe. Ich hab Angst. Und ich weiß nicht mehr, welche Tür die richtige hier unten ist. Hier sind mehrere. Das ist die falsche. Das ist die falsche. Glaube ich. Thank you.
geht's weiter. Das ist die richtige Tür. Bitte, bitte lass es die richtige Tür sein. Ja. Rebecca. Ich dachte schon. Doch die falsche. Hang on. I'll pull you up. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebecca, over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir, I have not found him yet. I'll continue to search for him, over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. Only, there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all.